Abschirmung. Da gibt es sozusagen zwei Denkweisen. Die eine ist, das Zeug nicht an mich heranzulassen. Und das ist ganz sicher auch die man unbedingt machen sollte, solange man nur irgendwie kann. Ich selber habe zum Beispiel jetzt hier eine Jacke, wo ich einen Stoff drin habe, in dem Metallfäden drin sind, also silberbeschichteter Kupferdraht, der in Baumwolle eingesponnen ist. Außen sieht es aus wie ein ganz normaler Baumwollstoff und der macht, dass weniger als 0,1% der Strahlung hier durchkommen. Solche Stoffe gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen, die man am Körper trägt oder auch im Bau verbaut. Und wenn man so einen Stoff nimmt und über ein Handy drauf tut, ein Handy dann einwickelt, dann klingelt er gar nicht mehr, weil er gar keinen Kontakt mehr hat zur Basisstation. Ich kann damit so einen richtigen Faradayschen Käfig machen und mich damit vollkommen abschirmen. Das wird auch in der Baubiologie angewandt. Wenn man halt in der Nähe von einem Mobilmasten ist, dann ist es und nicht umziehen kann, dann ist es halt sehr empfehlenswert, die Wände mit solchen Gittern oder Stoffen in der Zwischenwand abzuschirmen oder eine abschirmende Wandfarbe oder Fensterfolien, Gardinen aufzuhängen. Also durch solche technischen Abschirmungen einfach die Strahlung zurück zu reflektieren. Kleidung sind dann komplementär. Dann ist noch die Frage, kann ich energetisch was machen? Und das ist ein bisschen heißes Eisen, weil die klassischen Baubiologen dann sagen, na, das ist Hokuspokus, das ist unseriös. Oder sie würden jedenfalls sagen, wir erscheinen als unseriös, wenn wir sowas machen, weil wir zu wenig naturwissenschaftliche Begründung dafür haben. Ich würde aber doch dafür argumentieren, dass man diesen Bereich der Energiemedizin mit hineinnehmen sollte. Dann sollte man allerdings nicht sagen, die Strahlung ist damit weg. Weil wenn ich Messgeräte nehme, werde ich die Strahlung immer noch messen, egal was ich für Mobilchips oder Amulett oder sonst was an mir habe. Was aber doch möglich ist, das ist, dass mein Organismus sich ganz anders schützen kann dagegen, dass die Wirkungen auf mich weniger stark sind und dass ich besser regenerieren kann. Da ist auch noch so ein kleiner Haken dran. Man hat mal Tierversuche gemacht und gesehen, dass gewisse Mobilchips den Hühnern, die da bestrahlt wurden, das Gefühl gegeben hat, sie sind ganz sicher. Sie haben sich dann, sie sind nicht mehr, wie sie es vorher gemacht haben, von dem Sender weggegangen, sondern haben sich ganz frei bewegt. Die Missbildungen bei den Küken, die aus den Eiern schlüpften, waren aber noch stärker bei denen, die den Chip hatten, als bei denen, die nicht den Chip hatten. Sie haben sich sozusagen in der trügerischen Sicherheit gewogen. Dass man sich besser fühlt, wenn man einen Chip hat, ist noch nicht der Beweis, dass es auch wirklich gut ist. Da muss man also tiefer testen. Für mich als Therapeuten heißt das, wir müssen wirklich in die Tiefe testen. Da denke ich besonders jetzt an die Regulationsdiagnostik, wie sie zum Beispiel Dr. Kling hat benutzt, wo man eben wirklich auch sehen kann, in der Tiefe, was tut dem Organismus gut. Und da gibt es auch energetische Methoden, um den Körper zu stärken und zu schützen vor elektromagnetischer Strahlung.